Und laden. Und werden ja auf irgendwas schießen, was das festhält. Genau. Jetzt kommen wir auch endlich mal ein bisschen zu Action. Und jetzt kommt eigentlich der gefährlichste Teil dieses ganzen Spiels. Jetzt kommen nämlich sozusagen die drei Master. Ja, wie sagt man so schön, die drei Master-Rätsel. Wir müssen drei Ringe aus drei mörderischen Räumen sammeln. Hier können wir noch gar nichts machen mit denen. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben für jeden dieser Räume haben wir ja das Notizbuch von dem Freund von Stuart. Und an dieser Stelle speichere ich nochmal. So, genau, die 8 bleibt immer frei, dass ich noch weiß, wo ich gespeichert habe. So, Ene Mene Mu. Gehen wir zuerst mal in den hier. Immer mit einer schönen kleinen Laufsequenz vom guten Jonathan. Und natürlich kommt diese blöde Leiter zuerst. In Ordnung. Schädel, den brauchen wir. So, und jetzt geht's darum, mit diesem Treppchen hat sie nämlich in sich, wenn man nämlich auf die falsche Stufe tritt, kommt sofort das Game Over. Weil hier irgendwie eine Falle konstruiert ist, wenn man nicht die richtigen Stufen abläuft, dass man irgendwie stirbt. Ist ganz einfach so. Da denkt sich der menschliche Körper, nee, Jonathan, das Rätsel hast du jetzt falsch gelöst, kollabiere ich einfach mal. Nee, keine Ahnung. Und jetzt brauchen wir wieder das Notizbuch vom Guten. Und da beschreibt er ja die Jakobsleiter. Genau das hier. Nun geht's ja darum. Na, lassen wir uns das einfach nochmal erklären. Der Saal des Höllenfeuers, den ich eher Drachensaal nennen würde, da er aus Drachenmäulern sprühende... Moment, das ist das Falsche. Des Teufels Nagel ist die wortwörtliche Übersetzung des im Buch enthaltenen Satzes. Satans Klauen würde jedoch besser der Wahrheit entsprechen. Ich habe die Abbildung des Buches abgezeichnet. Sie beschreibt Jakobs Traum aus der Genesis. Die Leiter Jakobs stellt die Verbindung zwischen Gott und den Menschen dar. Doch scheint es sich im Falle dieser Zufluchtsstätte eher um eine Verbindung mit Satan zu handeln. Die Leiter ist mit sanskritischen Ziffern umgeben. Die Leitidee des Textes geht klar hervor. Es handelt sich um eine Falle, die all jene in Stücke zerreißen soll, die dorthin vordringen. Okay, jetzt wissen wir auch, was uns dort tötet. Also nicht genau was, aber wie wir halt sterben. Und jetzt haben wir hier wieder so schöne... Stift? Hallo? Ich bin noch nicht bekloppt. Ich habe doch den Stift hier eben noch liegen gehabt. Ach ja. Mondschatten. Geh doch nochmal zum Optiker. Ich glaub's besser. Zettel? So. Nehmen wir einfach mal den hier. So. Malen wir uns die mal auf. Zuerst dieses komische Kringeldings, dann das zweite von rechts oben. Dann dieses Y-artige. Der umgedrehte Noten. Ja, eine umgedrehte Note. Dieses Ding und dann einfach das O. Und jetzt müssen wir gucken, ich denke mal, das sind entweder die Dinger, wo wir nicht drauf treten sollen, oder es sind die Dinger, wo wir drauf treten sollen, aber sicherheitshalber nochmal speichern. Man kann ja nie sicher sein. Also die erste auf jeden Fall scheint sicher zu sein und das ist, glaube ich, das O. Jetzt ist das Blöde, man sieht nicht wirklich, wo man hintritt. Aber ich zeige euch erstmal nicht, dass ihr denkt, dass ich hier anfange rumzuspinnen. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man einfach... Was? Wo ist denn hier die Falle? Ah. Okay, da ist die Falle. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, da kann ich einfach so runterspringen. So, okay. Wir sind auf der ersten Stufe. Dann gucken wir uns erstmal jetzt hier die ganzen Mist an.
Und das sind also die Dinger, die uns hier irgendwie zerreißen, wenn wir die Falle nicht deaktiviert haben. Gucken wir uns die Symbole an. Den umgedrehten Notenschlüssel haben wir ganz zum Schluss. Dann dieses komische Zeichen hier haben wir nicht. Das auch nicht. Das haben wir wiederum. Das nicht. Na toll, das da hinten kann ich wieder nicht erkennen. Aber ich denke mal, das wird das sein. Das. Okay, also geben uns diese Dinger tatsächlich an, auf was wir treten dürfen und was nicht. Wenn ich mir das so angucke, wir dürfen auf die erste treten. Die zweite nicht, aber die dritte. Die vierte. Dieses Symbol haben wir nicht. Ne, das auch nicht. Also ein dritter. Vierte. Fünfte, sechste nicht, aber die siebte wieder. Siebte, achte, neunte und die zehnte dann wieder. Sind zwei, vier, sechs, sind zwei, vier, aber wir haben nur fünf Stufen, das heißt, hier fehlt noch eine. Das heißt, das Symbol da oben, was man nicht so wirklich, ne doch, drei. Das heißt, die vier, achso, die vier habe ich schon. Das Ding, definitiv nicht. Das hier, auch nicht. Dann vielleicht doch das hier. Wir probieren es mal aus. So, okay, fangen wir an. Erste Stufe. Dann die dritte. Hoch. Eins, zwei, drei. Dann die vierte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die siebte. 1, 2, 3, 4, 5. Wartet mal, Moment. Jetzt habe ich ja immer die Möglichkeit, die Symbole in Nahaufnahme zu lesen. Haben wir definitiv dabei. Das ist nämlich die 1. 2 haben wir nicht dabei, aber die 3 haben wir wieder dabei. Das ist nämlich das hier. Danach haben wir auch gleich die 4. Die 5. Ah, oder die 5 geht auch. 5 könnte nämlich dieses komische Kringelding sein. Dann schreibe ich die 5 mal hier noch mit dazu. Na gut, dann können wir das Rätsel eh vergessen. Dann können wir uns jetzt nochmal diese ganzen Stufen hier nochmal genauer angucken. Nee, oder? Das ist doch aber nicht das. Das hier ist das komische Y. Welche Stufe ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Ist die sechste Stufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich eher sagen, das ist die 6. Und die 5 lassen wir dann mal weg. Die 6. So, haben wir noch was? Dann die 7 haben wir wieder. Und dann würde ich sagen, ja, die 10. Dann probieren wir das doch mal so aus. Okay, am besten, wir gehen nochmal raus. Aber wir können nicht nochmal raus, okay. Aber ich hoffe, das resettet jetzt automatisch, wenn wir hier wieder nach oben gehen. So, die 1, 2, die 3. 2, 3, die 4. 1, 2, 3, 4. Die 5 nicht. Aber dafür die 6. Ist jetzt auch die 6, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, stimmt. 6, dann die 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stimmt. 8, 9, 10. Und jetzt auf die 10. Und jetzt gucken. Scheiße. Falle immer noch aktiv. Mist. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Na, nochmal. Wir haben ja Zeit. Was haben wir jetzt falsch gemacht? Wir gucken uns das noch an. Es ist ja schon verdächtig, 2, 4, 6. Das heißt, ich habe eine Stufe falsch zugeordnet. Das O ist klar. Die 2 haben wir nicht im Buch. Gehen wir gleich mal hier weiter runter. So, die 2 haben wir nicht. Die 3 haben wir.